So, hier ist Armin von Android Next. Willkommen zu unserem kleinen Golf-Special. Und den Anfang macht Let's Golf 2 von Gameloft. Ich mache das mal ein bisschen lauter, damit ihr was hört hier von der schicken Hintergrundmusik. So, wir sind auf dem Homescreen. Touchscreen berühren weiter. Ihr seht schon, das ist alles Gameloft-mäßig sehr professionell hier gemacht. Es gibt hier eine Mehrspieleroption, das erwähne ich auch im Artikel. Da kann man quasi per WLAN oder online gegen Freunde und Bekannte spielen. Das funktioniert auch ganz gut, habe ich mal ausprobiert. Bei den Optionen das übliche. Ja, ein Tutorial kann man hier machen, sein Profil verwalten und eben die Musik und den Sound in der Lautstärke regeln. Wir gehen jetzt aber mal direkt in ein Einzelspiel. Da gibt es verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Schnellspiel, das ist, ja, da kann ich mir einfach einen Kurs aussuchen und dann drauf losballern. Challenge ist, da gibt es so bestimmte Herausforderungen, schnell putten oder irgendwie Birdies ständig schlagen. Und wir gehen aber mal in die Karriere. Ihr seht 2%, ich habe da schon mal angefangen. Und jetzt lädt er ein wenig. Das ist natürlich der Nachteil, oh, das ging sogar relativ schnell. Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich ein sehr, ja, relativ hochwertig produziertes Spiel. Die Grafiken sind auch ganz nett, da dauert das Laden manchmal etwas länger. Hier wähle ich mir jetzt meinen Charakter aus. Ich habe mir hier diese Kesse Blondine mal geschnappt. Die kann ich im späteren Verlauf auch noch Klamotten, Frisur und ausrüstungstechnisch anpassen, wenn ich die Sachen eben freigespielt habe. Machen wir jetzt mal nicht. Und dann sagt sie ein ganz aufmunterndes Come on, irgendwas habe ich jetzt nicht verstanden. Und wir nehmen jetzt einfach mal den Standardkurs, das ist der königliche Golfplatz in England. Das sind natürlich keine realen Kurse, jetzt wie hier bei der Tiger Woods Serie von EA, die man vom PC oder von der Playstation kennt. Die sind aber ja, sehr schön umgesetzt, werdet ihr gleich sehen. Und Let's Golf 2 ist rein grafisch für so ein Smartphone. Und ihr seht ja, das läuft jetzt auf einem verhältnismäßig älteren Samsung Galaxy S1 sehr, sehr flüssig und das sieht schon ganz cool aus, finde ich hier, wenn er so über den Kurs einmal rüberfliegt. Und um euch jetzt auch noch die Steuerung kurz zu zeigen, spielen wir hier mal eine Runde. Ich hoffe mal, dass ich den hier, was ist Par 4? Ja, dass ich den in 4, vielleicht sogar in 3 Schlägen eingelocht bekomme. Also hier oben habe ich so, ich weiß nicht, was die 1 da bedeutet, also auf jeden Fall 0 Schläge offensichtlich gerade. Ach, frag mich nicht. Auf jeden Fall, hier kann ich den Schläger auswählen, das kennt man ja auch. Geht dann hier über so ein Drehmenü. Ich bleibe jetzt aber mal beim, was hatte er vorgeschlagen? Ich glaube das W7er oder das W5er? Ne, das W5er. Hier kann ich mir quasi die Gegend angucken, wo der Ball landen wird, aller Voraussicht nach. Ich kann später mir auch noch das, die Putt-Area angucken, also das Grün quasi, wo das Loch dann ist. Jetzt fangen wir einfach mal an. Ich habe hier schwachen Gegenwind, der sollte aber die Richtung nicht verändern. So, jetzt tippe ich einmal hier drauf, dann schnellt der Balken hoch. Die blaue Markierung sollte ich treffen. Und dann hier unten noch, ups, möglichst nochmal im grünen Bereich hätte ich stoppen müssen, damit der Schlag auch gerade wird. Ich kann den Ball jetzt auch, war jetzt zu spät, zeige ich euch gleich nochmal, quasi dem noch ein bisschen Spin verpassen, dass der, wenn er gelandet ist, dann noch in eine bestimmte Richtung nachrollt. Jetzt hat er das Iron 9, also den Eisenschläger mit der Stärke 9 ausgewählt. Ich gucke jetzt nochmal, so, jetzt sehe ich, da sollte er landen. Dann versuchen wir es einfach nochmal. Der blaue Strich, der gleich auftaucht, den werdet ihr sehen, der sollte jetzt etwas tiefer sein, weil ich hier nicht mit voller Wucht schlagen muss. Na, ist doch wieder bei 100%. Und jetzt sollte ich das Grüne wieder treffen. Naja, so einigermaßen. Aber ich habe jetzt offensichtlich Full Power, weil da so ein Feuerschweif in der kommt. Und jetzt seht ihr, jetzt kann ich dem Ball hier noch Spin geben und dann rollt er ein bisschen nach links. Hätte er jetzt nicht sollen, aber um euch das mal zu demonstrieren. Da freut sie sich. Jetzt kann ich mir hier dieses, das kennt man auch von vielen Golfsimulationen, dieses Grid anschauen. Da werden so Höhenunterschiede dargestellt, damit ich eben ungefähr einschätzen kann, wo der Ball jetzt beim Putten hinrollen wird, weil er fliegt da jetzt nicht, er rollt jetzt nur noch. Das sieht für mich aber ziemlich gerade aus, also versuchen wir es einfach mal. So sieht es von oben aus. Und da ist, kommt jetzt auch wieder eine untere Leiste. Ich warne euch schon mal mit einer Markierung und die muss ich möglichst treffen. Jetzt bin ich schon ein bisschen drüber, aber das sollte hinhauen. Na, ja. Und Birdie sogar ist meines Wissens 1 unter Par, also mit 3 Schlägen habe ich es jetzt geschafft. Ja, und so spielt sich eigentlich Let's Golf 2, das macht auf jeden Fall Spaß, ist quasi der konservativste Ansatz zu so einer Golf-Umsetzung. So kennt man Golf eben seit Jahr und Tag vom PC oder von den Konsolen. Wir sehen uns gleich im zweiten Teil, dann gibt es Super Stickman Golf, das ist ein ganz anderer Ansatz. Bis gleich.